wir gemeinsam die Sissi Hanging auf. Dabei haben wir ein Kit mit einem Untersetzer, ein Stahlseil mit Kugel und einer variablen Seilklemme, damit wir das Ganze einfach montieren können. Starten tut man ganz einfach. Man verwendet das Seil mit der Seite, wo keine Kugel drauf ist. Fädelt es zuerst durch den Untersetzer. Dann das Ganze raufgeben. Und jetzt der Unterschied zu den anderen Varianten. Wir müssen die Sissi jetzt mit Erde befüllen und dann erst das nächste Element einfädeln, weil das geht sich später nicht mehr. Das war die Montage von der Sissi Hanging. Die Vorteile bei der Sissi Hanging, man sieht eh schon, sie kommt nicht in Kontakt mit dem Boden, man hat kein Problem mit Schädlingen, die Schnecken kommen zu der Erdbahn nicht dazu. Es ist eine super Dekoration. Zum Begießen ist es recht einfach, es ist alles auf Höhe, man muss sich nicht bücken und das Gleiche ist auch beim Ernten. Von dem her ganz eine tolle Alternative, wenn jemand die Möglichkeit hat, dass man die Sissi Strawberry auf diese Art und Weise montieren kann.